Hi, wir sind's, John und Rashid mit einem kleinen Let's Play. Wir zocken heute Journey für die PS4. Ja, soll ein ganz krasses Ding sein. Mach mal Play. Ja, okay, los geht's. Ich muss eine Sache dazu sagen. Er hat's noch nie gespielt, ich hab's schon mal angezockt, ja? Erstmal kurz ein paar Eckdaten dazu, ja? Okay, es wird als meditatives Spiel benannt. Du rennst mit so einem komischen, hässlichen... Meditativ bedeutet, ich soll runterkommen, ne? Ja. Ich bin schon eh ziemlich heilig. Du rennst mit so einem Alien oder was auch immer durch die Wüste und rennst Erzähl und mir rennst mal nicht zu viel jetzt. Wirst du gleich sehen. Der Ding ist, die haben noch einen Slogan. Darf ich dir den sagen? Nee. Der Weg ist das Ziel. Ah, Digga, ich darf ja nicht zu viel wissen, wenn ich das Spiel noch gar nicht kenne. Du, es ist so nichts sagen wie das Spiel. Okay. Neue Reise. Bin ich dabei. Mach dein Ding, Alter. Das ist schon das Highlight gerade gewesen. Das war schon der heftigste Knopfdruck, den man machen kann. Mehr Action gibt's hier auch nicht. Okay, los geht's. Also, es ist alles noch weiß, ja? Jetzt langsam, jetzt wird's. Jetzt wird's eine Wüste. Okay. Ich krieg so eine Aggression bei dem Spiel. Ich hab das, wie gesagt. Wieso denn, Digga? Das ist doch total entspannt. Digga, ich hab das schon angespielt. Komm, können wir das mal überspringen hier? Nee, natürlich nicht. Doch, wir müssen alle gleichzeitig drücken. Ja, macht's aber. Wie nicht? Ich dachte, das wäre ein Cheat oder so. Nee, also. Dass jetzt ein Sandwurm kommt. Dann erzähl ich dir doch noch ein bisschen was. Nee, ich will aber nicht zu viel wissen, was du jetzt in der Story vorweggreifst. Ich kenne die Story nicht. So lange habe ich nicht gespielt. Aber ich kann dir was zu dem Spiel an sich erklären. Okay, bitte. Und zwar ist es so, dass man das auch online spielen kann. Ja? Du bist halt, wie gesagt, eine Figur, die durch die Wüste läuft. Der Weg ist das Ziel. Du läufst und läufst und läufst. Und man sagt in so einem Test, den ich gelesen habe, normalerweise bei Online-Spielen triffst du auf 1000 Feinde. Ne? Bei dem kannst du Glück haben, wenn du irgendwann mal einen einzigen Weg Aber warum verrätst du mir das denn jetzt? Wir sind noch nicht mal losgelaufen. Warum sagst du mir denn jetzt schon alles? Digga, guck mal, da ist er jetzt. Wie beeinträchtigt ist jetzt dein Spiel? Ja, naja, dass ich mich jetzt schon mal darauf einstellen kann, niemanden zu treffen in den nächsten Stunden. Das wird leider genauso passieren. Okay, alles klar. Was muss ich jetzt machen? Damit kannst du die Kamera wechseln. Okay. Ja, ich bin ja immer so... Andere Seite? Ich bin ja eh der von hinten Typ. Du hättest aufgestanden. Ja, viel gut. Okay. Und laufen. Gut, damit haben wir dann auch Journey einmal angespielt. Die kann ja gar nicht springen. Du kannst nicht springen. Der Weg ist das Ziel. Was du musst laufen. Wenn du hast so einen Schal um, ne? Ah, guck mal, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Ja, ja. Das bringt dir aber nichts, weil du ja keine Gegner hast. Ach so, ist das ein Fight-Ding? Ja. Das Ding ist, du hast so einen Schal um und da kriegst du dann so, manchmal leuchtet dein Schal, dann kannst du einmal richtig hochspringen. Cool. Aber auch nur einmal. Bringt aber auch nichts, weil sieht ja keiner. Ist das ein Kackspiel? Wirklich, ey. Wie, das wart jetzt, oder ja, was? Du kannst ja, ich kann ja jetzt nicht da 5 Stunden rum. Angeblich, so, da hinten, siehst du am Horizont, siehst du den Berg da? Da muss ich hin. Da musst du hin. Okay, das sieht aus, als wäre da Journey. Jetzt ging es erst los, Digga. Ja, Digga, ist egal. Konnte noch gar nichts passieren. Ich habe jetzt erstmal nur den Controller gecheckt. Ist. Darum geht's. Es wird leider ist nicht aber spannend. Sehr meditativ, muss man schon sagen. Ne? Also hat schon was sehr beruhigend. Mich macht's halt aggressiv. Ja, also bei mir ist noch sehr beruhigend. Kann man dann? Okay. Soll ich so ein bisschen puffen? Ah, das nervt mich dann schon ein bisschen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt der Slide. Also was man ja sagen muss bei dem Spiel, die Grafik ist natürlich wunderbar. Der Sand sieht echt sehr sandig aus. Okay, was sind das hier? Sind das Gräber? Nee, weiß ich nicht. Das sind einfach nur Steine. Kannst nichts machen. Du hast ja auch keine Hände. Ja, warum hat das Ding eigentlich keine Hände? Komm mal bitte her. Weißt du, wenn du Hände hättest, könntest du wenigstens schlagen. Aber wenn du keine Gegner hast, kannst du auch keinen schlagen. Okay, du hast jetzt... Okay. Von da bin ich jetzt runtergeslidet. So, genau. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Hier muss ja irgendwas. Guck mal, da hinten ist doch was. Ja, du musst da denn dahin. Na, siehst du. Ist doch. Aber dann funktioniert doch schon mal was. Ist doch nicht so, dass jetzt gar nichts passiert. Ja, aber zu dem Zeitpunkt habe ich normalerweise schon 20 Münzen eingesammelt, verstehst du? Und habe schon 3 Schildkrötenpanzer geworfen. Vielleicht geht es aber auch um eine höhere Ebene, die dir noch bis jetzt verborgen ist. Verstehst du, die du erreichen kannst? Ich habe nicht die Geduld für sowas. Ja, es geht aber um Geduld. Es geht aber wirklich jetzt auch mal ein bisschen gemütlicher, um den Lifestyle, verstehst du? Ich muss jetzt hier gucken, guck mal, da hinten schwebt jetzt irgendein Bullshit. Oh, du spielst das auch voll lahm, ey. Da muss ich das jetzt... Wieso? Ich kann doch nicht mal schnell laufen. Ist eher hässlich, wie er sagt plötzlich, ich spiele das voll lahm. Wirklich, ey. Tut uns wirklich leid, aber das liegt nicht an uns. Das Spiel ist halt wirklich lame, ey. So, okay. Geh mal da rauf. Jetzt kriegst du deinen Schal, pass auf. Da, geh da zu dem Blinken. Ja, selber. Ja, jetzt kriegst du den Schal. Aber es ist schon mystisch as fuck, das Ding, ne? Warte, jetzt. Wo ist er jetzt? Das ist dein Schal. Schwebt der jetzt da rum, oder was? Nee, nee, der kommt gleich an den Hals, siehst du? Ah, ja. Was ist das? Ist aber King Gucci. Halten. Genau, jetzt kannst du springen.
Hör doch auf, Digga. Ja, pass auf. Das ist, ihr kriegt da Superpower nonstop in dem Spiel. Nee, nee, eben nicht. Du kannst nur einmal springen, dann ist dein Schal wieder normal. Nee, oder? Machen wir jetzt irgendwas. Springst du schon? Ja. Halten. Genau. Jetzt lauf mal ein Stück. Ja. Und jetzt lädt er sich wieder auf. Ja. Das heißt, das ist also der Posten, wo ich mich immer wieder aufladen kann. Nee, du findest da noch mehr von. Jetzt spring mal. Siehst du, und jetzt war's das. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Jetzt nicht dein Ernst. Ah, da vorne sind aber auch wieder welche. Ach, die warten dann da auf mich. Ja, genau. Und da kannst du immer einmal springen. Digga, er tut so, als würde ich jetzt hier nur rumlaufen. Bis jetzt habe ich da mehr Action erlebt als bei Super Mario. Was? Guck mal, kiek dir das Spring an. Mal darauf. Nee, ich will da nicht rufspringen jetzt. Obwohl, vielleicht muss ich. Ach, ja, da nehme ich. Gute mal. Arbeit. Das war jetzt natürlich auch. Ist das? Also, sorry, so, das ist so, soll so ein Independent-Ding gewesen sein. Irgendwie hat sich jemand mal gedacht, ja, wir machen es mal ein bisschen entspannter. Wir machen mal so ein Jump-and-Run, wo es nicht auf Action ankommt. Aber sorry, ey. Okay, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich immer da irgendwo springen muss, wo die Dinger wahrscheinlich auch sind. Also, damit sagen sie mir ja schon mal, ich muss da springen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber was willst Weil du denn da springen? Alles andere macht ja keinen Sinn. Da über die Ruine oder was? Ja, vielleicht ist ja da was. Du weißt ja noch ja nicht. Nee, da ist ja nichts. Geh mal noch weiter. Geh mal, du musst da immer hin, wo so ein Leuchtkegel hochgeht. Nee, ich muss auf jeden Fall immer dahin, wo die Dinger auch sind. Siehst du, der Weg ist halt das Ziel. Ja, also mich hat es ja völlig gecatcht. Ne? Ja. Ist ja genau meine Art von Spiel. Ne? Ja. Also wenig Action, wo man wenig sterben kann. Ja. Und im Grunde aber auch nichts über sich erfährt. Also wie gesagt, bei anderen Spielen hast du halt 1000 Gegner im Online-Modus. Hier kannst du froh sein, wenn du mal einen Weggefährten findest, der auch online spielt, der mit dir denn diesen Weg der Meditation geht. Ah, ja. Ja. Und nochmal. Einmal kannst du noch. Nee. Nee. Ja. Das war halt jetzt. Gut. Ja, ich gehe mal davon aus, ich hätte da rennen müssen, aber das hat sich jetzt dann auch ganz kurz erledigt. Ich da hoch? Nee, ich kann ja nicht springen. Ah, ich ja. habe ja nur einmal. Das ist ja meine. Das ist richtig Sparflamme. Warte, das hier Spiel. War aber auch irgendwo nochmal so ein. Da. Habe ich nämlich gesehen auch schon von Weitem. Komm mal her, lad mich mal auf, hab einen Schal, Freunde. Das ist auch die Tankstelle für Jans billig. Ja, Schaltankstelle. So, mach der jetzt hier. Zack, zack, zack. Spring mal? Nee, ich. Digga, du darfst mich nicht immer zum Springen verleihen. Spring mal, spring mal. Ich verballer hier mein einziges Spiel. Oh, da ist noch eine Ruine. Vielleicht gibt's da drin. Aber ich muss da wahrscheinlich. Da waren wir ja gerade. Mann, das ist richtig Emo, das Spiel. Das ist nicht Emo. Total, Digga. Mann. Ich fühle mich voll einsam. Du verstehst Emo gar nicht, wenn du sagst, dass das Emo ist. Ich fühle mich gerade voll einsam, ey. Nee, das ist ein wundervolles Spiel mit sehr, sehr viel. Das hat so ein bisschen was von Tomb Raider, nur in schlecht. Tomb Raider. Verstehe. Oh, halten? Hast du hier halten? Was soll ich halten? Ach, bitte. Ja! Dicklichkeit! Guck ne dir das Wand. An. Ja, aber was für eine? Ja, was für eine? Ah ja. Ja. Wie man sieht, die Action ist wirklich grenzenlos bei dem Ding. Okay, jetzt musst du aber auch was. Jetzt hast du quasi die Wand. Psst, sei mal ruhig. Kommunizierst du? Es sind verschiedene Töne. Ich werde ja richtig musikalisch, unser Alien, ey. Ah. Pom 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 tinte pom 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 tinte pom pom da tinte tinte pom pom tinte pom pom tinte. Wie gesagt, als Musikspiel ist es vielleicht stark, ja. Das ist ein bisschen. Aber das sehe ich ein, wirklich. Da hast du recht. Als Ach, Musikspiel großartig. Da kann man jetzt auch nicht. Großartig. Okay, da ist jetzt auch nicht. Ist das ein Kackspiel, wirklich, ey. Vielleicht muss ich aber auch da durchfliegen. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal die Dings aufladen, wahrscheinlich. Der kann das auch so gar nicht. Ich war auf jeden Fall weiter als du. Ich war schon in der richtigen großen Digga, du hast es doch noch ja nicht gefunden, was ich gerade gefunden habe. Doch, Mann. Wo, okay, wo geht's denn da lang? Du hast noch nicht mal die Wand gefunden. Dreh dich mal um. Du hast noch nicht mal die Wand gefunden. Nee, die Wand brauchen wir noch nicht. Die ist ja fürs Musikspiel. Ja, genau. So, warte mal, pass ich auf. Ich muss erstmal aufladen. Guck mal, achte mal jetzt darauf, Alter. Da, nee, da. Da ist der Berg. Da müssen wir nachher hin. Ja. Geh mal jetzt schon mal Richtung Berg. Weil ja, aber da ist gerade eine Wand gekommen, wo Egal. Es irgendwas geben muss. Lass uns mal mit dem Schal nochmal zurück zu der Wand. Okay. Ich will nur gucken, ob die Wand uns dann sagt, ah, dein Schal ist aufgeladen, Bruder, jetzt kannst du durch. Wodurch? Durch die Wand? Ja, und da kann doch aufgehen. Wenn die mit Eimer da kommt und aber ich da auch noch geil singen kann.
Ey, ich weiß auch nicht. Das habe ich in irgendeiner Sitcom mal gehört, die Melodie. Ja? Welches ist ein Quiz? Okay, so Wand. So, oh, war ja. Jetzt. Wand, oh, bitte wow, sage wow, mir was. Oh, die Spannung ist kaum auszuhalten. Gut, okay, die Wand ist durch, Freunde. Jetzt. Also die ist alle, würde ich jetzt mal behaupten. So, wir wollen hier lang, hast du gesagt. Darf ich auch mal spielen? Hä? Darf ich auch mal spielen? Ich finde, ich habe da ziemlich gut drauf gerade. Finde ich nicht. Oh, hast du die Rolle vorwärts gesehen? Total unglaublich. Da geh mal rechts, da zu den Felsen. Ja, da wollte ich jetzt eh hin, zu den Felsen. Nee, da runter, da. Nee, ich wollte da, da ist so ein Licht. Aber vielleicht kann ich da runterspringen, ah, mit ja, einem guten auch Jump. Cool. Wir können ja wenigstens mal gucken, ob der Alien sterben kann. Nee, ich sag ja, wenn das Spiel langweilig ist, machen wir das nee, selber. Nee, guck mal, ist kacke. Da kommen wir gar nicht, ah, vielleicht von der anderen Seite. Weil da ist viel zu hoch. Oh shit. Da müsste ich raufspringen. Das wird das Highlight im ganzen Spiel jetzt werden. Wie komme ich auf das Ding rauf? Ey, da kommt Wind. Da kommt Wind. Oh shit. Lan. Alter! Okay, ich darf da noch nicht hin. Okay, verstehe. Die Sandwelt will wenn mir. Wenn wir jetzt da den Berg ab. Mir, kann ich. Ich slide. Noch weiter. Ja, ist ja gut. Ich will wow. Wenn jetzt eine Rampe da wäre oder wenigstens ein bisschen Snowboard-mäßig, ey. Ist das lahm. Ah, gut, dann habe ich den Jump dann auch verbockt. Oh, guck mal, aber was ist denn das hier alles? Ja, nischt halt. Wie nischt? Es kann ja nicht nischt sein. Nischt. Das heißt außerdem nicht nischt. Das heißt nichts, nicht nischt. Du brauchst zum ersten Mal so einen Pass. So, warte mal. Hier muss ich vielleicht schon. Das heißt nichts, nicht nischt. Das heißt nicht, nicht nischt. So, ey, jetzt geht's hier richtig ab. So. Funky Times. So, was mache ich jetzt hier oben? Nichts. Okay, Freunde, Alter, das ist jetzt aber wirklich. Ich sag doch, Hunde. Das ist das langweiligste Spiel auf der Welt. Ey, ich bin dann von der abgesprungen gerade. Hast ja, und? Gesehen? Und jetzt geht's wieder bergab. Ey, wirklich, also liebe Freunde. Oh, sich, was da hinten? Die sich Journey haben einfallen lassen, ne? Ihr habt einen Top-Job gemacht, wirklich. Freunde. Also, 20 Gegner pro. Alle 4 Minuten wären cool. Ich muss Endgegner, da hoch. Waffen, Autos. Ich muss da irgendwo. Wüsten. Autos. Autos. Ja. Kamele, verstehst du? Wüstenrennmäuse. Ich brauche jetzt ganz dringend da hinten. Eine Landkarte. Eine Landkarte unten eingeblendet, wie bei GTA. Vielleicht gibt's ja eine. Autos, wie bei GTA. Ey, du kannst doch nicht mal Option drücken. Ey, jetzt hat er sich hingelegt. Er ist auch der lahmste ever, ne? Ja, also kurz die Beine ausgeruht. Er ist ein Schrotthaufenspiel, wirklich, ey. Na gut, ich will jetzt kurz noch mal den Schal aufladen. Ja, mach mal, das ist wirklich, ja, jetzt ist er aufgeladen. Also ich finde, ganz ehrlich, an die Hersteller des Spiels, was richtig toll wäre, wäre... Pfeile, wo man hin muss. Nee, wenn ich wenigstens ein bisschen länger springen könnte als das. Oh, wow, so war es ja noch nie. Oh. Die Schals, ey. Oh, warte mal. Ich bin hier. Ja, gib mir ein Shit. Ey, du kannst ja einen Schal gewinnen. Nee, das wird jetzt, das wird eine Strickjacke. Das wird was Besseres als ein Schal. Das wird lame, ey. Ja, wo sind die jetzt hin? Habe ich die befreit oder was? Was ist das hier jetzt? Das schlimme Land des... Schalklau? Ey, du, ich kann mit denen kommunizieren. Das ist das Ding. Nee, ich rede mit denen. Jetzt kannst du fliegen. Nein. Oh nein, du hast verkackt, ey. Nee. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Flieg! Flieg! Ja, und jetzt dahin. Schnell. Ey, wenn da jetzt nicht irgendein Gegner oder eine Frau oder so. Ich kann so zärtlichst mit denen kommunizieren. Ja, und stehst wieder vor einer verschlossenen Wand. Ja, weil wir den Schlüssel noch nicht haben, den es wahrscheinlich bei der anderen Wand gab, Dicker. Ich sag dir das, das ist mein Shit. Ey! Komm mal her! Die hören echt super, deine Schale. Aber ich hab die Dinger hier aktiviert. Hast du das gesehen? Warte mal. Sicher, dass der was aktiviert? Ja, guck doch mal da unten. Die kommen da jetzt gerade. Ah. Oh, hallo? Ich hab das Spiel so weit von im Griff. Hast du noch nicht gesehen. Ha! Durchgespielt. Journey, mein Arsch. Er ist so hässlich, ne? Nein, du weißt gar nicht. Das ist vielleicht eine sie. Die hat ja einen Stirnband. Aber die Beine, ne? Warte, jetzt kommt sie zu ihrem Allvater. Ey, das war mal ein anderer Mensch, ey. Ey, die hat ja keine Füße, ist auch schwach. Aha.
Hier sind deine Brüder und Schwestern, a.k.a. die Schal-Gang. Und wir sind auch Schals und du hast sie jetzt... Boah, das macht mich so müde, ey. Jetzt kriegst du einen Schal mit einem eigenen Muster. Den Baumschalmuster. Und da auch nochmal eine Reihe. Mit Vögeln. Sieht aus wie das Ovo von Drake. Musst dir merken. Oh, wie viel waren denn? Fünf? Warte mal, fünf Katzen. Was ist das jetzt? Drei Bäume. Und Bäume. Das ist der Urbaum. Der zu allen großen... Ach, komm, geh mal wieder. Was ist das jetzt? Warte nochmal, ich hab bestimmt jetzt irgendeine Superpower. Ich kann jetzt irgendwas Geiles machen. Ich hoffe, du kannst schießen, ey. Ja, mach mal das heilige Scheiß drauf. Ach, wir sollten vielleicht nicht so viel fluchen hier bei dem ganzen Spiel. Okay. Da hinten steht einer. Sag doch, Da ist ein Bruder. Warte, wir müssen noch ganz kurz mal gucken. Nee, eigentlich ist ein guter Zeitpunkt. Da vorne ist jemand. Das war Teil 1 von unserer Journey-Reise mit Journey auf der PS4 mit das meditativste, langweiligste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Aber es ist auch ein bisschen spannend, sag. Es hat einen kleinen Spannungswert. Einen kleinen Spannungsbogen, ja. Mal gucken, wir machen gleich noch weiter. Vielleicht. Oh! Jetzt geht's ab.